Hallo! Willkommen auf meinem Testgeschissens. Und im Hintergrund und werdet ihr noch einen Vollidioten hören. So. Gehen wir mal aufs Spielen. Dann, was mache ich denn eigentlich? Freifahrt. Und dann, wo mache ich denn mal die Autos kaputt? Ich mache das mal ganz klassisch, mit einer Ukulele im Hintergrund. Da! Die Car Jump Arena. Die nehme ich und Start! So, dann wählen wir noch ein anständiges Auto dafür. Mit was für einem Auto soll ich da runterspringen? Ford Mondeo. Also ein Kombi. Ein Kombi gibt es. Nehmen wir den hier oben. Nehmen wir den hier oben, wird man mich loben. Würze, Bohnen und Schonen. Nehmen wir den da. In welche Farbe? Grün. Alles klar. Replace Current. Nehme ich mal meinen Kontrollenski in die Hand. So, der hat ja gar kein Nummernschild. Oh, das ist aber nicht legal. Naja, dann... Ach, da jetzt steht der Galst. Und Abfahrt. Gucken, wie der sich machen wird hier. Oh, wir springen ab mit 255 km/h. Alles klar. Oh, oh. Und jetzt Wasser. Oh, sehr. Ja, probieren wir mal anders. Bisschen mehr seitwärts da runterspringen. Jetzt bin ich gerade runtergesprungen, der Sprung war ganz in Ordnung. Aber kriegen wir besser hin. Wo ist eigentlich Handbremse? War das B? Ich hoffe B. Lass uns. Ich will ja sowieso rutschen. Oh, nein, B war's nicht! Ich hab voll rausgezoomt. Ja, ja, gut. Oh, oh, ich kann nicht mehr fahren? Was macht der Fahrschullehrer, wenn er einem vertraut? Er lässt einen fahren. Wir nehmen jetzt mein Fiat One. Ignoriere den doch nicht einfach. Replace. Das ist ein hässliches Auto. Warte, ich muss ein hässliches Auto gucken machen. Alles klar. Was denn jetzt darfst du was sagen? So von meinem Verhalten so her, ne? Oh, oh. Ja. Was wird man denken, wie alt ich bin? Oder so von den Sachen, die ich manchmal so sage. Von den Sachen, die du manchmal sagst? Mhm. Keine Ahnung, 30. Scheiße. Okay, das Auto ist kaputt. Aber... Aua! Das Auto fängt an zu brennen! Der ganze Kofferraum brennt. Oh, der Kofferraum, hast du schon wieder Benzin genommen? Das Ding brennt einfach volle Pulle. Na gut, die Karre ist im Arsch. So. This Fiat's on fire. Huch. Oh Gott. Gut, ich springe jetzt normal mit dem, aber richtig. Hä? Warte. Jetzt habe ich für 4 Minuten gerendert und die ungefähr verbleibende Zeit ist jetzt bei 2 Stunden 30. Das war gerade schon so. Vor ja, 4 Minuten. So ist das Leben, Mann. Es ist immer anders. Oh. Oh, hammer. Der geht noch! Komm, der geht noch! Handbremse! Ich hab ihn hier nach rechts. Muss ich dann rauskommen? Schade. Nun gut, nächstes Auto. So, ich lasse jetzt die Wahl. Du siehst ja eh nicht, was ich habe. So ein hässliches Dreiradauto, wie von bei Mr. Bean. Dann so ein Mercedes-Verschnitt. So ein sportlicher Mercedes, sag ich mal.
oder ein Oldtimer. Ah, welchen Oldtimer, Alter? Alles klar, dann nehme ich doch diesen, den Burnside Special. Boah, den kann ich sogar als Bullenwagen kaputt machen. Geil. Nee, hier so als Drag-Auto mit richtig Power. Den will ich. So. Immer hier ordentlich wieder hinsetzen. Ich bin vom Stuhl weg. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Lass mich auch ein Nickname. Ich hab's nicht mehr bis zum Anfang der Rampe geschafft, weil die Karre so abgegangen ist und voll in die Seite reingeballert bin. ja gut, dann probieren wir es nochmal. Davon möchte aber gleich einen Clip sehen. Bitte? Davon möchte ich aber gleich einen Clip sehen. Oh Gott, oh Gott, oh. Ich glaube mal die Qualität von dem Stream. Alter! Wie geht die Karre ab, Junge? Oh, die macht einfach eine Barrel Roll. Und landet richtig, ist aber im Arsch und brennt. Hey, ich fährt noch. Na gut, das macht Geräusche. Und die Karre liegt noch schneller als da. Ah, 27. Und was passiert mit der Karre? Macht schon wieder eine Barrel Roll. Ich glaube nicht. Du bist einfach zu schwer. Karre ist dick. Nun gut. Andere Karre. Und dann wollen wir mal schauen, ob die vielleicht noch ein bisschen besser fliegt. Wir nehmen mal den anderen Oldtimer hier oben. Auch. Boah, als Polizeiauto. Boah, nee, hier unten. Auch so Drag Auto. Nee, Stockcar. Hier den Police Interceptor, den mach ich kaputt. Ein Stocker, bitte. Ein Stocker, ja, der ist auf Holz. Oh. Los, Bulle, gib Gas. Oh, weil ist da auch ein Blatt Scheiße. Unten dran. Oh, da ist der Tod, Alter. Oh. Und das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Kontrolle, Kontrolle. Ja, Kontrolle. Ja, easy. Woo! Oh, na gut, die landet aber. Okay, das ist unspektakulär, weil das Auto einfach auf dem Dach rutscht. Spektakulär. Hey, du bist Vegetarier. Du darfst das Wort Speck nicht in den Mund nehmen. Na gut, die Karre ist kaputt, das machen wir nochmal. 6000 Umdrehungen anfahren. So läuft das hier, Roboter. Oh, da wirst du aber schnell besoffen, du, bei 6000 Umdrehungen. Alter. Geht aber auch ein bisschen ab, schon bei 200, 22, 30, 40. Hatte ich dir mal Polysemia gezeigt? Polysemia? Ah. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Warum brennt die Karre? Oh, oh, oh. Mir fehlt ein Heck. Mir fehlt ein Heckreifen. Alles klar. Wenn wir beide Heckreifen? Ich hab geblinzelt, warum ist der tot? Das ist jetzt ein Superman-Dinger. Scheiße, ich hab geblinzelt. Auf einmal Laser. Ja. Das Auto brennt gerade aus. Oh. Mach den Motor mal aus. Reifen geplatzt. Motor aus. Boom. Ja. Ha. Komm, einen zum Abschluss mache ich noch. Warte mal. Erstmal das Auto zurücksetzen. Einen zum Abschluss, aber was richtig Besonderes. Nehmen wir doch. Oh, ich weiß. Das ist was ganz was Besonderes. Richtig Besonderes. Nehmen wir hier nämlich diesen. Den da. Den LKW. Irgendwie fahre ich ein bisschen nach vorne. Ah, jetzt erinnere ich mich, welches Spiel du meintest. Ja, BeamNG. Für alle die, die es auf YouTube gucken. Hey. Mit 11.000 Liter Diesel. Bitte was?
Jawohl, mit Anhänger. Das ist ein großer Tank. Ja, ja. Das ist halt ein Tanker. Also ich fahre jetzt einen LKW. Ah. Und dann hänge ich jetzt gerade noch einen Anhänger mit Diesel dran. Ja, da kann doch nichts schief gehen. What could possibly go wrong, wa? Ja, das sag ich auch immer. So, wisst ihr? Hier, attach all. Zack, das ist mal... Well. Ich hab gestern auf der Arbeit mal versucht, ohne meinen Dialekt zu reden. Kann ich nicht. Welchen Dialekt? Hier, ein bisschen Dialekt habe ich. Aha. So, okay. Der LKW ist 180, 190, 200. Der Motor wird heiß. Und er fliegt. Die Manege ist leer. LOL, Alter. Oh, oh Scheiße. Oh. Einfach vernichtet. Alter. Ich will gar nicht die Audiospur sehen von dir. Ne? Der ist einfach übersteuert ohne Ende. Oh ja. Da war ich unter der Map. Nun gut. Kommen wir zum Abschluss.